Hallo liebe Sternzeichen Steinbock, ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung für den September ansiehst. Ich hoffe, es geht dir gut soweit und du bist bereit für deine Nachrichten. Wir fangen jetzt auch direkt an, deine Karten zu mischen. Und ich stelle die Frage, was erwartet dich in der Liebe im September, liebe Sternzeichen Steinbock? Wer oder was kommt da auf dich zu? Was spielt sich in deiner Liebessituation im September ab? Was ereignet sich da? Was sind die wichtigsten Nachrichten an dich zur Liebe diesen kommenden Monat, liebe Sternzeichen Steinbock? Was solltest du zur Liebe im September wissen? Wir legen wie immer zuerst die The Muse Tarot Karten und erklären diese dann jeweils nochmal genauer mit den Tattoo Tarot Karten. Zum Schluss gibt es ein paar Tierorakel Karten und ein paar kleine Anhängerchen für dich dazu. Und alle Decks, die ich hier verwende, findest du unten verlinkt in der Infobox. Dort findest du ebenso einen Link zu meinem Instagram-Profil und zu meinem Online-Shop, wo du zum Beispiel auch eine persönliche Legung buchen kannst, wenn du Interesse daran hast. Wir schauen uns jetzt natürlich aber erstmal deine Karten genauer an. Und da haben wir die 5 der Stimmen, die 4 der Stimmen und den Ritter der Emotionen. Manche könnten es mit einem Wassersternzeichen zu tun haben in der Liebe im September. Krebs, Skorpion, Fische könnten dementsprechend hier relevant sein. Muss nicht für jeden resonieren. Nimm es einfach so, wie es für dich passt, wie es sich richtig anfühlt. Wenn es nicht deine Nachricht ist, dann ist es die von jemand anderem. Also hör auf deine eigene Intuition. Und ja, nimm nur das für dich mit, was sich richtig anfühlt. Wir schauen uns als erstes mal die 5 der Stimmen genauer an. Wofür steht die hier bei dir in der Liebe Anfang September? Was kommt ungefähr in der ersten September auf dich zu in der Liebe, liebe Sternzeichen Steinbock? Manchmal können hier in der ersten Spalte auch Nachrichten zu deiner Vergangenheit in der Liebe rauskommen, wenn es irgendwie relevant sein sollte für deine Legung zum September. Aber hauptsächlich gehen wir hier auf Anfang September ein, würde ich mal sagen. Zur Erklärung der 2 der Stimmen haben wir hier die 9 der Münzen, den Knaben der Kelche und die 3 der Münzen. Auch hier haben wir wieder Wasserenergie mit dem Knaben der Kelche, Krebs, Skorpion, Fische. Also würde mich wirklich nicht wundern, wenn du es mit einem Wassersternzeichen zu tun hast. Diese Wasserenergie, Krebs, Skorpion, Fische, muss aber nicht zwangsweise im Sonnensternzeichen hier durchkommen. Es kann auch sein, dass deine Person Wasserenergie im Mondsternzeichen oder im Aszendent hat und dass das hier durchkommt. Ich sehe hier für manche die Möglichkeit, so ein bisschen Frieden zu schließen und auf einen Nenner zu kommen mit jemandem. Das muss nicht für jeden jetzt, keine Ahnung, ein Ex sein aus der Vergangenheit, der hier wieder auftaucht oder so. Das kann für manche vielleicht auch resonieren, aber was ich eher hier sehe, ist vielleicht lernst du jemanden kennen und in den letzten Tagen hast du das Gefühl, habt ihr euch so ein bisschen voneinander distanziert oder hattet ihr unterschiedliche Ansichten? Vielleicht nähert ihr euch jetzt wieder einander an oder auch in einer Partnerschaft, in einer Beziehung kann es natürlich mal sein, dass man irgendwo Dinge hat, wo man unterschiedliche Meinungen vertritt oder so. Jetzt, Anfang September, scheint es dir eine Möglichkeit zu geben, wieder mehr auf einen Nenner zu finden, sich wieder mehr darauf zu besinnen, was einen eigentlich verbindet und da ja, zu einem positiven Ergebnis zu kommen, sich auch wieder auf die Gefühle zwischen euch beiden zu konzentrieren, die hier scheinbar da sind. Ja, wenn es keine tiefen Gefühle sind, dann ist es zumindest mal ein starkes Interesse von mindestens einer Seite aus hier, was ich definitiv sehe. Es kann sein, dass es hier jemanden gibt, der romantisches Interesse an dir hat und versucht dir so entgegenzukommen, wie er oder sie es vorher nicht konnte. Ja, es muss also niemand sein, den du gerade kennenlernst oder mit dem du schon in einer Partnerschaft steckst. Es kann auch jemand sein, der vielleicht bereits schon mal versucht hat, dich kennenzulernen, aber irgendwie habt ihr nicht auf einen Nenner gefunden. Irgendwas hat
dir vielleicht auch nicht so ganz an dieser Person gepasst. Es kann sein, dass diese Person jetzt nochmal irgendwo neu auf dich zukommt und vielleicht bereit ist, diesmal mehr auf dich, auf deine Wünsche einzugehen, wenn das der Grund war, warum es zwischen euch beiden vorher nicht funktioniert hat. Aber ich sehe, dass sich jemand bemüht. Ich sehe, dass jemand hier dir zeigen möchte, okay, wir haben doch ein gutes Grundfundament. Wir haben doch hier Punkte, an denen man anknüpfen kann. Sei es emotional, sei es intellektuell, sei es was eure Ansichten und Wünsche für die Zukunft angeht. Aber ich glaube, ihr habt hier schon Dinge, die euch irgendwie miteinander verbinden, die dieses stabile Grundfundament irgendwie ausmachen. Und ich habe das Gefühl, dass hier jemand sagt, lass uns lieber darauf konzentrieren, anstatt auf das, was nicht funktioniert oder nicht funktionieren könnte. Ja, ich glaube, auch du bist vielleicht Anfang September so ein bisschen mehr bereit, über kleine Fehler und Makel hinwegzusehen, wenn du merkst, okay, diese Person hat Gefühle für mich, ich habe Gefühle für diese Person und wir sind darum bemüht, es dem jeweils anderen irgendwo recht zu machen, sagen wir es mal so, dann ist das schon mal ein guter Anfang und darauf kann man vielleicht noch aufbauen. Okay, und wie gesagt, vielleicht sind nicht bei jedem hier bereits diese super tiefen Gefühle vorhanden. Es kann für manche auch sein, dass jemand einfach nur sagt, ich sehe hier Potenzial, lass uns schauen, ob man das ausbauen kann. Aber alles in allem sehe ich hier schon für die allermeisten eine Verbindung, an der du auch bereit bist zu arbeiten Anfang September. Wenn du sagst, momentan gibt es da niemanden, wo ich ja, eine Zukunft sehe oder so, dann kann es absolut sein, dass hier Anfang September jemand auf dich zukommt, der dir das Gegenteil beweisen möchte, der Interesse an dir zeigt. Und ich weiß noch nicht, ob du da jetzt wirklich eine Zukunft sehen kannst oder ob sich da deine Gefühle so entwickeln können. Aber ich glaube, diese Person gibt dir ein gutes Gefühl. Und dementsprechend kann es schon sein, dass manche hier sagen, Anfang September, oh, da gibt es jemanden, den ich bisher gar nicht so richtig in Betracht gezogen habe. Vielleicht sollte ich echt mal schauen, was da so entstehen kann. Vielleicht ist diese Person doch mehr auf einer Wellenlänge mit mir, als ich dachte. Für manche kann es auch sein, dass deine Person, wie soll ich das sagen, so einem Typ ähnlich sieht. Also, dass diese Person einen Typ verkörpert, wo du vielleicht anfangs irgendwie Vorurteile hast oder mal hattest. Du merkst jetzt aber vielleicht, dass diese Person gar nicht diesem Typ entspricht oder dass du da selber einfach ein bisschen offener sein solltest, ein bisschen objektiver sein solltest, um dieser Person eine faire Chance zu geben. Ob aus dieser Chance letzten Endes mehr entsteht, das kann man so jetzt vielleicht noch nicht sagen. Aber ich glaube, dass einige sich hier entscheiden, quasi im Zweifel für den Angeklagten zu sein, im Zweifel dem Ganzen eine Chance zu geben, im Zweifel zu schauen, was da noch passieren kann zwischen dir und deiner Person. Okay, und wenn du dann irgendwann feststellst, es lohnt sich nicht oder das passt einfach nicht, dann ist ja gut, aber zumindest bist du hier offen genug zu sagen, ich ziehe die Möglichkeit in Betracht, dass wir beiden vielleicht doch besser zusammenpassen, als ich dachte. Oder dass diese Person sich verändert hat. Oder dass es irgendwie doch besser passt, weil sich hier jetzt jemand einfach bemüht. Lass uns die Vier der Stimmen genauer ansehen. Wofür steht die hier genauer bei dir in der Liebe? Ungefähr in der zweiten Septemberwoche. Liebe Sternzeichen Steinbock. Und wie gesagt, für manche kann es auch sein, dass hier jemand aus deiner Vergangenheit so ein bisschen auftaucht und versucht, was wieder gut zu machen oder versucht dir zu zeigen, hey, wir sind da doch ähnlicher Ansicht. Es könnte doch irgendwie klappen zwischen uns so ein bisschen. Aber
Aber für manche kann es auch jemand Neues sein, der sich dir irgendwo von der richtigen Seite präsentieren möchte. Könnte es jemand sein, der vielleicht schon mal einen Versuch bei dir gemacht hat, aber wo du erst jetzt dem Ganzen eine Chance gibst? Oder vielleicht habt ihr schon eine Art von Verbindung, wo es in letzter Zeit irgendwo Schwierigkeiten gab und jetzt findet ihr wieder mehr auf einen Nenner. Aber alles in allem sehe ich hier, dass du dich jemandem annäherst, und bereit bist, mehr Augenmerk auf eure Gemeinsamkeiten, auf euer Fundament zu legen, als darauf, was nicht passt. Okay. Also zu viel der Stimmen haben wir die 9 der Kelche und die Liebenden. Manche könnten es mit einem Sternzeichen Zwillinge zu tun haben oder hier mit der Mondkarte kommt auch das Sternzeichen Fische durch. Ist ein Wassersternzeichen, dementsprechend würde ich das nochmal ganz besonders mir merken. Ich sehe, dass einige in der zweiten Septemberwoche ungefähr ein großes persönliches oder spirituelles Wachstum erleben. Wachstum auch, was das Selbstbewusstsein vielleicht angeht. Das mag nicht mal unbedingt aus dem Bereich der Liebe herauskommen. Es kann auch sein, dass, keine Ahnung, du zum Beispiel, ist jetzt wirklich nur ein grobes Beispiel, was mit dem wenigsten resonieren wird. Schau, wie es für dich passen könnte. Aber mal angenommen, du wirst befördert in der zweiten Septemberwoche. Oder du erhältst irgendwie eine Zusage, dass du eine Wohnung erhältst, ein Haus erhältst, was du gerne hättest. Oder dein Traumauto. Oder dein Traumjob. Oder was auch immer es ist. Irgendwas könnte hier sehr, sehr gut für dich laufen in der zweiten Septemberwoche, auch in einem anderen Bereich als in der Liebe. Aber ich glaube, dass das hier einen positiven Einfluss auf deine Liebessituation hat. Okay, also es kann sein, dass sich da was abspielt in deinem Leben im September, was dir einfach ein unglaublich gutes Gefühl gibt, was dir auch das Gefühl gibt, hey, ich bin der Hammer. Ja, und das nicht, weil du arrogant bist, aber du darfst auch zu diesem Zeitpunkt wirklich mal stolz auf dich sein. Das kommt hier für mich stark rüber, dass es einen Grund für dich gibt, stolz auf dich selbst zu sein und selbstbewusst zu sein, glücklich zu sein. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass vielleicht in der zweiten Septemberwoche sogar andere Themen als die Liebe irgendwo im Vordergrund stehen, dass du hier für dich persönlich einfach ein starkes Wachstum durchläufst, sehr viel weiterkommst im Leben vielleicht und das hat dann auch auf deine Liebessituation einen positiven Einfluss, weil du natürlich hier mit wem auch immer du es zu tun hast, sehr selbstbewusst auftrittst, einfach eine klasse Ausstrahlung hast vielleicht, und auch merkst, ich muss in der Liebe gerade gar nicht viel tun, um irgendwie, sag ich mal, die Aufmerksamkeit meiner Person zu bekommen. Ich kann mich zurücklegen, lehnen. So. Ich kann mich auf andere Menschen, also Freunde, Familie etc. konzentrieren. Ich kann mich auf andere Bereiche in meinem Leben konzentrieren, die mir wichtig sind, die vielleicht auch mit dieser Veränderung zusammenhängen. Und trotzdem erhalte ich die Aufmerksamkeit, die ich mir irgendwo vielleicht wünsche. Trotzdem kommen hier Menschen auf mich zu. Und ich bin ganz ehrlich, für manche kann es auch sein, dass hier mehr als nur eine Person Interesse an dir zeigt. Für manche kann es sein, dass es hier zwei Personen gibt, die an dir interessiert sind und das auch irgendwo zeigen. Interessant. Wow, ich habe gerade gehört, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Ich weiß nicht genau, was das zu tun hat. Aber mir sind hier diese beiden Karten aufgefallen. Wir haben hier diese beiden Liebenden und hier oben eine dritte Person, wenn man so möchte. Wir haben hier diese zwei Personen, die sich sehr ähnlich sehen und miteinander interagieren. Aber hier drunter
versteckt sich noch eine Person. Und für mich sieht es so aus, als in beiden Karten würde diese dritte Person vorhaben, hier irgendwie einzugreifen, vorhaben, ja, mitzumischen. Ja, vielleicht gibt es hier jemanden, der sich bisher zurückgehalten hat. Dafür kann die Mondkarte auch stehen, für Dinge, die so ein bisschen versteckt waren bisher. Aber ungefähr in der zweiten Septemberwoche kann es sein, dass hier eine dritte Person ins Spiel kommt, dass sich hier jemand Neues einmischt. Das muss nicht für jeden heißen, dass diese Person jetzt hier wirklich irgendwo bewusst zwischen dich und deine Person grätscht. Ja, und hier mit unfairen Mitteln spielt oder sowas. Aber ich glaube, dass jemand auf sich aufmerksam machen wird und etwas an deiner Liebessituation verändert. Okay. Sehr spannend, sehr interessant. Also ich glaube, dass es Anfang September bereits für die meisten hier jemanden gibt, wo du auch offen bist, hier herauszufinden, wie es in Zukunft mit euch beiden weitergeht, wo du mit dieser Person auch mehr auf einen Nenner, auf eine Wellenlänge findest, so ein bisschen Frieden schließen kannst, falls es in der Vergangenheit irgendwelche Probleme zwischen dir und dieser Person gab oder falls du irgendwelche Vorurteile hattest oder so. Ich sehe, dass du hier schon jemandem näher kommst, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es auch ein Lebensumstand, der euch beiden hier so ein bisschen in die Quere kommt. Vielleicht ist es diese Veränderung, die einen Richtungswechsel auch in deine Liebessituation bringt. Okay. Mal angenommen, es ist ein Job oder eine Wohnung in einer ganz anderen Stadt. Vielleicht würde das was an eurer Liebessituation verändern, an eurer Verbindung verändern, weil ihr vielleicht dadurch mit einer Distanz zu tun hättet oder so. Und es ist jetzt nur ein Beispiel. Aber vielleicht ist es einfach so, dass euch hier irgendeine Person, die auf sich aufmerksam macht oder ein veränderter Lebensumstand etwas an deiner Liebessituation verändert. Hier gibt es nicht mehr nur diese eine Person, die deine Aufmerksamkeit möchte, sondern es scheint noch irgendjemand oder irgendetwas anderes zu geben, was deine Aufmerksamkeit möchte. Und ich glaube ganz ehrlich, dass du diese Aufmerksamkeit auch gerne gibst, weil sich diese zusätzliche Veränderung hier gar nicht mal schlecht anfühlt. Okay, wenn das jemand Neues in der Liebe ist, dann ist es jemand, der dir ein gutes Gefühl gibt. Dann ist es jemand, der dir vielleicht Komplimente macht oder dir das Gefühl gibt, gut zu sein, so wie du bist, wirklich gesehen und wahrgenommen zu werden. Das gibt einem ein schönes Gefühl. Auch wenn es ein veränderter Lebensumstand ist, der dir deinen Selbstwert vor Augen hält. Aber vielleicht für dich und deine Person eine Veränderung bedeutet in der Liebe. Aber trotzdem gibt es dir ein gutes Gefühl, was auch immer sich hier an der Situation verändert. Deshalb hab keine Angst, dass dich und deine Person hier irgendwas auseinanderbringen könnte oder dass diese Situation zu kompliziert wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass sie sich gut für dich anfühlt im September. Auch wenn das dich vielleicht so ein bisschen unvorbereitet trifft, aber es ist eine positive Veränderung, die da auf dich zukommt. Okay, gerade weil ich so das Gefühl habe, dass manche sich vielleicht auch gar nicht so sicher sind hier bei dieser Person aus der ersten Septemberwoche. Weil da kommt vielleicht jemand auf dich zu, da bemüht sich vielleicht auch jemand und ich glaube tatsächlich, dass ihr einander vielleicht näher kommt und hier so ein bisschen Frieden schaffen könnt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass du hier schon unglaublich weit denkst oder dass du da komplett Feuer und Flamme bist, sondern dass du da erstmal schauen möchtest und dementsprechend, ja, bin ich gespannt, was sich hier verändert. Lass uns den Ritter der Emotionen ansehen. Wofür steht der Ritter der Emotionen hier bei dir in der Liebe ungefähr in der dritten Septemberwoche, liebe Sternzeichen Steinbock? Wie könnte es da mit dem Ritter der Emotionen und der Stärkekarte weitergehen? Jede Menge große Arkana-Karten hier.
Zum Ritter der Emotionen haben wir die Stärkekarte, das Rad und den Herrscher. Siehst du das hier? Die Sache ist, die Anfang September wird sich deine Liebessituation auch schon angenehm anfühlen, sagen wir es mal so. Aber wir haben hier nur kleine Arcana-Karten. Das sind jetzt noch keine großen Ereignisse, die Anfang September auf dich zukommen. Oder keine Ereignisse, die irgendwie so ein Gefühl der Aufregung oder Vorfreude oder sowas in dir auslösen. Ich glaube, du bist Anfang September noch ziemlich ruhig, ziemlich entspannt. Das heißt nicht, dass sich hier nichts vorwärts bewegt. Wie gesagt, ich sehe hier bereits, dass du jemandem näher kommst oder dass du jemandem gegenüber offener bist. Aber hier kommt eine Veränderung auf dich zu. Und das sehen wir durch das, was ich eben angesprochen habe, aber allein schon durch diese ganzen großen Arcana-Karten. Die stehen dafür, dass hier etwas mit Gewicht passieren könnte. Etwas von Bedeutung passieren könnte. Etwas, wo du vielleicht auch gar nicht so viel Einfluss drauf hast, weil es einfach hier passieren soll. Ich sehe auf jeden Fall, dass sich dir jemand annähert. Okay. Ein Ritter der Emotionen könnte, wie gesagt, ein Wassersternzeichen sein, Krebs, Skorpion, Fische. Könnte aber auch ein Löwe oder Widder sein. Aber ich sehe, dass hier jemand auf dich zukommt und dadurch was verändert und vielleicht sogar an deiner Gefühlslage verändert. Es kann sein, dass es dieselbe Person ist wie die, die wir hier Anfang September sehen. Dass diese Person sich hier nochmal richtig ins Zeug legt und dir Seiten von sich zeigt, die du bis dato vielleicht noch gar nicht so gesehen hast. Das hier ist eine schöne Annäherung, keine Frage. Aber hier passiert was Besonderes. Hier beweist jemand wirklich Mut, Selbstbewusstsein, innere Stärke. Jemand hat hier keine Angst davor, okay, wie könnte das Sternzeichen Steinbock reagieren, wenn ich auf ihn oder sie zugehe, sondern diese Person ist einfach da, ist einfach präsent und das Auftreten dieser Person könnte etwas an deiner Situation verändern, könnte dir hier zeigen, wow, diese Person ist viel, hat einfach viel mehr, als ich dachte, diese Person bringt viel mehr mit, als ich dachte. Ja, es kann aber auch, wie gesagt, vielleicht diese dritte Person sein, eine andere Person sein, die hier auf dich zukommt und die Situation einfach so stark aufmischt, was ich denke, was auch für viele absolut möglich ist. Aber jemand besticht hier durch ein sehr selbstbewusstes, charismatisches Auftreten. Das ist jemand, der weiß, was er will. Das ist jemand, der auch weiß, wie es sich holt. Das ist jemand, der genau das mitbringt, vielleicht, was du dir irgendwo gewünscht hast. Also entweder diese Person hier stockt nochmal auf, legt nochmal eine Schippe drauf, auf sein oder ihr Auftreten, oder jemand anderes stiehlt dieser Person die Show. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ja, komisch so, aber das ist das, was hier für mich rüberkommt für einige. Es ist nicht so, als würde diese Person, die dazwischen kommt, dieser Krebs hier, aktiv jetzt einen von euch beiden irgendwie, also deine Person vielleicht angreifen oder so. Aber diese dritte Person bringt eine ganz andere Energie mit ins Spiel. Und wenn diese Person eben hier dieses selbstbewusste Auftreten mitbringt, dann kann es schon mal leicht passieren, dass dein Fokus hier in eine andere Richtung gelenkt wird in der Liebe. Ich glaube, dass das was verändern wird. Okay.
Natürlich kann es für manche eben auch hier diese Veränderung, diese Überraschung sein, wenn deine Person sagt, okay, es hat sich vielleicht was verändert. Vielleicht sind es auch einfach nur Lebensumstände, die sich verändert haben. Aber ich bin bereit, damit umzugehen. Ich weiß, dass ich dich will, liebe Sternzeichen Steinbock, so ungefähr. Und es klingt jetzt vielleicht sehr kitschig und vielleicht auch ein bisschen überdramatisch. Aber was ich hier sehe, fühlt sich tatsächlich nach einer großen Veränderung an. Fühlt sich tatsächlich danach an, als würden hier so ein bisschen Energien um dich, um deine Gunst kämpfen. Ja, das muss nicht in jedem Fall zwei Menschen sein. Und es wird auch garantiert nicht sein, dass sie tatsächlich sich bekämpfen. Das kommt hier für mich nicht rüber. Aber es scheint zwei Energien zu geben, die deine Aufmerksamkeit wollen. Die möchten, dass du dich auf sie konzentrierst. Und es kann auch einfach sein, dass es hier deine Person ist und ein Lebensumstand, der sich ganz stark verändert und vielleicht auch viel deine Aufmerksamkeit beansprucht im September. Ja, und ich kann mir einfach vorstellen, dass diese Person sagt, ich sehe das hier als Herausforderung und ich versuche damit so umzugehen, dass das Sternzeichen Steinbock mich trotzdem, trotz dieser Veränderung noch will. Ja, das kann dieser kleine Kampf hier sein. Für manche kann es natürlich auch sein, dass hier zwei Personen deine Aufmerksamkeit wollen im September. Definitiv möglich. Also es ist nicht so, als würden diese Personen jetzt wirklich gegeneinander kämpfen. Vielleicht kennen sie sich nicht mal. Aber es ist einfach so, dass du das Gefühl hast, hier gibt es zwei Menschen oder zwei Energien, die beide unbedingt Teil meines Lebens sein wollen. Und ich glaube, allein deshalb könnte hier dein Selbstbewusstsein auch so ansteigen, weil du einfach merkst, ich muss mal selber nicht kämpfen, ich muss selber mich nicht bemühen, sondern ich habe hier sogar noch die Qual der Wahl, so ungefähr. Beziehungsweise für manche ist es vielleicht nicht mal so, dass du hier unbedingt in der Situation bist, wo du eine Wahl treffen musst, weil mal angenommen, die eine Energie ist deine Person, die andere Energie ist dieser Lebensumstand, der sich verändert. Vielleicht kann man das beides unter einen Hut bringen, aber du wirst sehen, dass deine Person bemüht ist, das beides unter einen Hut zu bringen, was dir ein sehr gutes Gefühl geben dürfte. Ja, hier ist niemand bereit, irgendwo die zweite Geige zu spielen oder die dritte Geige, wie sagt man das? Hier ist niemand bereit, irgendwo einen Platz im Hintergrund einzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass es hier zwei Energien oder vielleicht zwei Menschen gibt, die beide so ein bisschen sich in den Vordergrund drängen wollen, damit sie einen Platz in deinem Leben haben. Okay, ja, und es klingt jetzt sehr nach, keine Ahnung, so einem Shakespeare-Drama oder so. Oder zumindest fühlt es sich für mich so ein bisschen an danach, aber nein, ganz so dramatisch wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich glaube, du wirst merken, es gibt hier einfach gewisse Dinge, die recht gut laufen für dich im September. Du musst dich nicht darum bemühen, die Aufmerksamkeit von jemandem zu erhalten. Du musst dich nicht darum bemühen, deinen Weg zu finden. Du musst einfach nur für dich entscheiden, wen oder was möchte ich auf meinem zukünftigen Weg haben? Und ich glaube, dass alle Optionen hier irgendwo sehr verlockend aussehen. Lass uns das Erwachen ansehen. Wofür steht das hier bei dir Ende September, also ungefähr in der letzten Septemberwoche? Was könnte sich dann noch bei dir in der Liebe abspielen, liebe Sternzeichen Steinbock? Aber ja, was ich sagen möchte, ist, ich denke, hier wird sich definitiv jemand bemühen, einen Platz in deinem Leben zu haben. Sei es eine neue Person, die hier dir und dieser Person von Anfang September so ein bisschen in die Quere kommt. Oder sei es deine Person von Anfang September, die versucht hier sich so ein bisschen mehr durchzusetzen. Und das vielleicht auch schafft, also wer auch immer hier präsent wird, ungefähr in der dritten Septemberwoche. Diese Person hat ein tolles Auftreten, hat
super viel Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, ganz viel Charme und einfach Dinge, die du dir vielleicht auch wünschst in einem Partner. Okay, also das kommt hier ganz stark durch, dass hier jemand eben ja deine Aufmerksamkeit möchte, dir so ein bisschen gefallen möchte, aber ohne sich dabei selber zu verlieren. Diese Person ist trotzdem noch sehr, ich sag mal, in sich selbst zentriert. Lass uns, wie gesagt, jetzt die letzte Septemberwoche ansehen. Das kommt hier mit dem Erwachen und der Hohepriesterin in der Liebe auf dich zu. Auch hier wieder zwei große Arcana-Karten. Eine dritte große Arcana-Karte kommt raus mit der Gerechtigkeit. Also ja, ungefähr ab der zweiten Septemberwoche scheint sich hier wirklich Großes bei dir abzuspielen in der Liebe. Manche könnten es mit einem Sternzeichen Waage zu tun haben, muss aber nicht. Ich sehe auf jeden Fall, dass du für dich erkennst, was du willst und was du nicht willst Ende September. Ich sehe, dass manche hier eine Entscheidung treffen könnten. Eine Entscheidung treffen, zum Beispiel in Bezug auf, welche der beiden Personen finde ich für mich persönlich am besten, wo sehe ich da am meisten Zukunft und wo könnte es vielleicht auch noch gewisse Probleme geben. Für manche ist es eine Entscheidung, okay, möchte ich bei all diesen Veränderungen, die sich vielleicht in meinem Leben abspielen, bei all diesen tollen Dingen, die gerade vielleicht für mich passieren, möchte ich diese Person hier mitnehmen und gehört diese Person, sage ich mal, trotzdem in mein Leben? Kann man diese beiden Dinge miteinander verbinden? Ich glaube, Ende September steht hier eine Entscheidung an, die für dich aber relativ klar sein wird. Wenn du das Gefühl hast im September, ich habe noch nicht die Antworten, die ich brauche, dann bete, meditiere, bitte um irgendwelche Zeichen, irgendwelche Antworten und du wirst sie erhalten, weil ich sehe hier, dass deine Intuition sehr stark ist Ende September. Ich sehe, dass deine Verbindung zu was Höherem sehr stark ist und dass du dadurch klare, deutliche Antworten erhältst, die dir dabei helfen, deine Entscheidung hier zu treffen. Ich glaube, das Resultat wird für dich sehr positiv sein, weil du hier wirklich die Wahl hast zu entscheiden, was gehört auf meinen Weg in die Zukunft oder wer besser gesagt. Und dein September fühlt sich schon so sehr positiv an. Aber hier hast du jetzt die Möglichkeit, nochmal das Positive quasi rauszupicken, was du auch in Zukunft in deinem Leben haben möchtest. Ich glaube, dass einige hier erkennen, mit wem oder was es noch gewisse Schwierigkeiten geben könnte. Das muss nicht unbedingt heißen, dass diese Probleme Anlass sind, zu sagen, okay, diese Person verbanne ich jetzt aus meinem Leben oder so. Es kann auch sein, dass du sagst, okay, jetzt wo ich diese Probleme sehe, kann ich auch entscheiden, ob ich bereit bin, an ihnen zu arbeiten. Damit es in der Zukunft eben weiterhin so positiv aussieht. Aber ich glaube, du triffst eine klare, selbstbewusste Entscheidung. Du weißt genau, was für dich das Richtige ist Ende September. Dazu lege ich jetzt aber doch nochmal die eine oder andere Karte zur Erklärung, weil ich gerne wüsste, wie deine Entscheidung ausfällt und wie es dann schon zumindest schon mal so ein bisschen im Oktober vielleicht weitergeht. Lass uns schauen, was die Karten uns zu deiner Entscheidung noch verraten können. Wie geht es danach weiter? Da haben wir die 8 der Inspiration, die 2 der Materialien und den Knaben der Materialien. Ja, deine Entscheidung führt auf jeden Fall dazu, dass du frei bist, schnell zu handeln. Wir sehen auch hier,
Es scheint sich um eine Entscheidung zwischen zwei Wegen zu handeln. Okay. Ich glaube, du siehst hier klar und deutlich zwei Möglichkeiten vor dir. Entweder diese zwei Menschen, die vielleicht im September ja so ein bisschen um deine Aufmerksamkeit kämpfen oder halt nicht kämpfen unbedingt, aber du weißt, was ich meine, die hier präsent sind. Für manche ist es eine Entscheidung zwischen dieser Veränderung oder keine Ahnung, zum Beispiel deinem Karriereweg oder was auch immer hier für dich passiert, vielleicht im September, und dieser Person in der Liebe, auf die du dich einlassen kannst oder eben auch nicht. Aber es scheint zwei klare Wege zu geben, die du verfolgen kannst. Und wenn du eine Entscheidung triffst, und ich denke, das wirst du ganz klar und deutlich für dich herausfinden, welcher dieser beiden Wege der richtige ist, dann geht es für dich sehr schnell in eine neue Richtung, so wie es aussieht. Dann kannst du sehr schnell etwas umsetzen, was du vielleicht im September jetzt so noch nicht umsetzen konntest. Aber im Oktober sehe ich hier nochmal, dass du wirklich sehr schnell einen neuen Weg einschlägst, der sich hier aber im September vielleicht schon offenbart. Und dieser Weg scheint neu zu sein. Also selbst wenn diese Person hier von Anfang September jemand ist, mit dem du dich bereits in einer Beziehung befindest, und das wird nicht mit jedem resonieren, aber selbst wenn ihr schon komplett zusammengeschweißt seid und diese Person hier nochmal einiges gibt, um, ja, wie soll ich das sagen, dir zu zeigen, dass dieses Interesse immer noch da ist, dass diese Zuneigung immer noch da ist und dass er oder sie auch trotz vielleicht gewisser Veränderungen Teil deines Lebens sein möchte. Ja, selbst dann scheint hier etwas Neues auf euch zuzukommen. Das heißt, diese Veränderungen, die vielleicht hier stattfinden, könnten auch an eurer Beziehung, an eurer Verbindung etwas verändern. Dadurch könntet ihr hier einen neuen Weg einschlagen. Okay. Aber das gilt gerade dann auch umso mehr, wenn du dich hier vielleicht auf diese neue Person einlässt, die hier neu auftaucht im September, oder wenn hier vielleicht auch diese erste Person, sage ich mal, eher jemand ist, wo du noch nicht diese starke Verbindung hast. Wie auch immer dein Weg in der Liebe aussieht, ich glaube, ihr müsst hier erstmal irgendwas aufbauen und lernen, mit dieser Veränderung umzugehen. Ja, weil entweder wählst du einen neuen Weg mit einer Person, die bereits relevant ist, oder hier werden zwei Personen relevant im September und mit einer der beiden entscheidest du dich für einen neuen Weg. Aber generell, allein schon auch wenn hier noch andere Dinge sich in deinem Leben verändern im September, dann wird Veränderung so oder so nötig sein. Okay. Also wie auch immer deine Entscheidung ausfällt, du schlägst so oder so einen neuen Weg ein. Es werden sich so oder so Dinge verändern. Nachhaltig. Okay. Das ist keine Veränderung, die nur ein, zwei Wochen irgendwo hier präsent ist und dann kehrt alles wieder zum Alten. Nein, das ist eine langfristige Veränderung hier, die du schon im September absehen kannst, weil sich hier deine Optionen für einen zukünftigen Weg offenbaren, sagen wir es mal so. Und Ende September glaube ich, dass einige eine Entscheidung treffen, die dann dazu führt, dass sich eben in Zukunft nachhaltig und langfristig was verändert in der Liebe. Aber ich glaube, dieser neue Weg gefällt dir. Du wählst ihn ja auch ganz bewusst. Ich glaube, hier gibt es jemanden, der unbedingt an deiner Seite sein möchte, wenn nicht sogar zwei Menschen, die unbedingt an deiner Seite sein möchten und dir näher kommen möchten. Dementsprechend, du musst hier nichts in die Wege leiten, um diese Entscheidung treffen zu können. Du musst
dich um nichts großartig bemühen, habe ich das Gefühl, weil hier ganz natürlich Dinge für dich passieren im September. Du musst dann bloß entscheiden, wie gehe ich ja mit dieser Aufmerksamkeit um, wie gehe ich mit diesen Veränderungen um, wie soll mein Weg jetzt aussehen, wo sich mir all diese, ja, sage ich mal, Möglichkeiten präsentieren. Was soll sich verändern, was soll sich nicht verändern? Aber es sieht super, super spannend für dich aus, liebes Sternzeichen Steinbock, definitiv. Und ich sehe, dass du einen Weg wählst, der dich ziemlich wahrscheinlich sehr glücklich macht in der Liebe. Und ziemlich wahrscheinlich eben hier auch mit jemandem, der dich wirklich richtig, richtig gut findet. Dementsprechend wüsste ich nicht, was hier schief laufen kann. Aber natürlich, ja, lass den September auf dich zukommen. Ich glaube, dass es ein toller Monat wird, weil sich die Dinge einfach ganz natürlich weiterentwickeln, dir neue Optionen aufgezeigt werden. Und du wirklich hier, sag ich mal, empfangen kannst, was du letzten Endes in Empfang nimmst, das liegt bei dir. Aber es gibt jede Menge Energien und Möglichkeiten und potenzielle Wege, die hier auf dich zukommen. Tolle, positive Wege und Möglichkeiten. Du musst bloß entscheiden, okay, was davon kann ich gebrauchen? Was davon macht mich am glücklichsten? Super, super schön. Lass uns noch ein paar Tierorakelkarten für dich dazulegen, liebe Sternzeichen Steinbock. Und was solltest du noch wissen? So, Liebe, im September, was können dir die Tierorakelkarten hier noch mitgeben? Da haben wir den Delfin mit This and That Are True. Es gibt manchmal verschiedene Wahrheiten. Und da gibt es dieses Bild von einem Unendlichkeitszeichen. Und auf der einen Seite steht eine Person. Nee, warte, es war kein Unendlichkeitszeichen. Es war eine 6, es war eine 9, irgendwie so. Stell dir so eine seitliche 6 vor. Auf der einen Seite steht eine Person und sagt, es ist eine 6. Auf der anderen Seite steht eine Person und sagt, es ist eine 9. Beide liegen richtig, weil es aus ihrer Perspektive eine 6 ist oder eine 9 ist. Man kann nicht sagen, okay, nur das eine ist wahr, nur das eine stimmt. Und für diese Botschaft steht hier diese Karte, dass manchmal es zwei unterschiedliche Perspektiven gibt, die aber beide richtig sind und wahr sind. Ja, also vielleicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl tatsächlich, dass beide Wege, die sich dir hier offenbaren, irgendwo richtig und wertvoll für dich sein könnten. Man kann nicht sagen, okay, die 6 oder die 9 ist richtig für dich, dieser Weg oder dieser Weg ist der richtige für dich, diese Person oder jene Person ist die richtige für dich. Beide Möglichkeiten bringen verschiedene Vorteile und Nachteile mit sich. Beide Wege bringen Möglichkeiten zu wachsen und dazu zu lernen mit sich. Das heißt, vielleicht musst du dir gar nicht so einen Druck machen. Wenn du deinem Herzen, deiner Intuition folgst, dann wirst du so oder so die richtige Entscheidung treffen, weil es hier vielleicht auch gar keine falsche Entscheidung gibt. Du kannst selber entscheiden, will ich das als eine 6 sehen, will ich das als eine 9 sehen, welchem Weg folge ich hier. Aber letzten Endes glaube ich, sind beide Wege der richtige Weg für dich. Okay. Lass uns schauen, was noch durchkommt. Da haben wir den Panther mit Reclaim Your Power, erlange deine Macht zurück. Die Nummer 44. Ja, ich glaube tatsächlich, dass du hier irgendwo sehr mächtig bist in dieser Situation,
weil du die Person bist, die hier die Zügel in der Hand hat. Das war vielleicht nicht immer so. Ich kann mir vorstellen, dass in der Vergangenheit vielleicht eher andere Menschen dafür verantwortlich waren, dass es in der Liebe nicht funktioniert hat. Ja, dass andere Menschen, ja, dich abgewiesen haben oder dass andere Menschen irgendwo einfach sich schlecht verhalten haben und du deshalb die Reißleine ziehen musstest oder weil ihr nicht kompatibel wart und oder sich jemand einfach ja, daneben benommen hat. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit könnte es der Fall gewesen sein, dass hier andere Menschen vielleicht mehr Einfluss auf die Situation hatten, dass andere Menschen der Grund waren, warum es nicht funktioniert hat in der Liebe für dich. Jetzt kommt ein Zeitraum, wo du Entscheidungen triffst, wo du bestimmst, wie es weitergeht in der Liebe und niemand sonst. Weil natürlich auch diese Personen, mit denen du es zu tun hast in der Liebe im September, haben einen Einfluss auf die Situation. Aber ich glaube, wer auch immer hier auf dich zukommt im September, ob es jetzt eine Person ist, ob es zwei Personen sind, diese Personen sind sehr interessiert und dementsprechend hängt es nur noch davon ab, was du möchtest, wie du dich entscheidest. Und ich glaube, das kann ein schönes Gefühl sein. Natürlich ist es auch irgendwo schwierig, wenn man vielleicht Entscheidungen hier treffen muss, die vielleicht sogar jemanden verletzen könnten oder so. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es sich für dich schön anfühlt, hier auch mal selber solche Entscheidungen treffen zu können und nicht immer nur, sag ich mal, abwarten zu müssen, wie andere Menschen sich entscheiden, wie andere Menschen sich verhalten und mit den Konsequenzen leben zu müssen. Du wählst hier diesmal selber deinen Weg, deine Konsequenzen. Eine Karte hätte ich gerne noch für dich. Was solltest du noch wissen, liebe Sternzeichen Steinbock? Die Zahlen 20 oder 44 könnten hier von Bedeutung für dich sein im September. Vielleicht ist es das Alter von jemandem. Vielleicht ist es der 20. zum Beispiel ist es ein Geburtstag von jemandem oder so, kann sein. Wir haben hier außerdem noch die Nummer 37 mit dem Löwen. Be generous of spirit, sei großzügig. Ja, es ist natürlich auch wichtig, dass wenn hier jemand voll auf dich zukommt, dir voll entgegenkommt, versucht, ja, für dich da zu sein und so weiter, dass du das auch irgendwo erwiderst. Okay, dass du nichts hier als selbstverständlich siehst. Ich glaube, gerade weil du es vielleicht nicht so gewohnt bist, wie es hier im September auf dich zukommt, alles, gerade weil du es gewohnt bist, ja, zu kämpfen, dich zu bemühen oder hier so ein bisschen davon abhängig zu sein, wie andere Menschen sich verhalten. Gerade deshalb glaube ich, dass du es zu schätzen wissen wirst, wenn hier mal Dinge wirklich für dich passieren in der Liebe. Und das Wichtigste ist hier einfach nur, dass du diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung auch irgendwo ausdrückst, okay? Dass du nichts als selbstverständlich siehst, sondern hier eben, wenn jemand den Kontakt zu dir sucht, das vielleicht auch auf eine positive Art und Weise erwiderst, dass du ehrlich, kommunikativ bist und lehn dich hier vielleicht zurück. Ich glaube definitiv, dass du diesen Luxus hast, aber nicht so sehr, dass jemand sich irgendwo schlecht behandelt fühlt. Okay? Das ist alles, was ich dazu sagen möchte noch. Wir legen jetzt noch ein paar kleine Anhängerchen dazu. Okay, wir haben hier zwei Schmetterlinge direkt. Schmetterlinge stehen, ups, falsch rum, stehen für Transformation, für Veränderung, für Entfaltung und ich glaube, das ist das, was hier bei dir passiert oder beginnt zu passieren,
diese Möglichkeiten, diese verschiedenen Wege, die du gehen kannst in der Liebe, die entfalten sich und offenbaren sich hier im September, so wie es aussieht, und bringen dich ein ganz großes Stück voran in der Liebe. Okay, ich glaube, dein Monat wird richtig, richtig toll. Wir haben hier noch den Baum des Lebens, der steht für Fülle, für Wohlstand, für Erfüllung, für Zusammenhalt auch irgendwo und für Verbundenheit. Verbundenheit mit anderen Menschen, Verbundenheit aber auch irgendwo mit deinen Wurzeln, mit der Natur, mit einer höheren Macht, an die du glaubst. Aber es ist wichtig, dich auf deine Verbindungen zu konzentrieren im September, auch dich vielleicht so ein bisschen zu erden, gerade wenn eine Menge passiert, was dem Ego vielleicht auch schmeichelt. Und das sehe ich bei dir absolut im September. Dass sich Dinge in eine Richtung entwickeln, die dir ein richtig gutes Gefühl geben, okay? Gerade dann ist es wichtig, den Halt nicht zu verlieren. Deshalb geh raus in die Natur, vielleicht sogar barfuß oder so. Oder hol dir Pflanzen ins Haus oder mache irgendwelche Wurzelchakra-Meditationen oder so. Aber versuche, diese Erdung, diesen Halt dir beizubehalten. Dann haben wir noch eine Gitarre. Vielleicht spielt hier jemand Gitarre. Vielleicht, ich habe gerade die Worte Rock'n'Roll gehört. Vielleicht hört jemand irgendwie so Rock oder so. Ich nehme ja auch gerade wahr, dass jemand vielleicht als Kind oder Jugendlicher oder sowas Gitarre gespielt haben könnte oder gelernt haben könnte. Und das vielleicht in letzter Zeit nicht so sehr verfolgt hat. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, liebe Sternzeichen Steinbock. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video ein Like da lässt und diesen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Resttag und einen richtig tollen September.